dich ruhig hier rein, auch wenn Schmalhans Küchengast gerade bei uns ist, ja. Das war einmal mehr heute nichts. Herzlich willkommen also zur Couch-Analyse nach dem heutigen Heimspiel gegen den FC Augsburg. Bevor wir auf das Spiel wie gewohnt zu sprechen bekommen, will ich noch zu etwas anderem ein paar Worte verlieren. Ich habe kurzzeitig überlegt, einen eigenen Beitrag dazu zu machen, aber andererseits will ich die Sache jetzt auch nicht größer machen, als sie gewesen ist, beziehungsweise irgendwas aufkochen, ja. Deswegen dachte ich mir, ich verpacke es hier, weil zumindest ein paar Worte darüber lohnt es sich zu verlieren, denn es gibt ein paar positive und auf jeden Fall auch negative Aspekte, die vielleicht im Nachgang nochmal nachjustiert werden sollten, ja. Und zwar bei uns im Block B, zwei Reihen vor mir, kam es nach dem Elfmeter der Augsburger zu einem weiteren Becherwurf. Ja, es kam zu einem weiteren Becherwurf und der Vordermann ist da mit dem Bier komplett eingesudelt, eingesaut worden. Also der arme Mann, der das Bier abgekriegt hat, kann ich den Ärger und Unmut kann ich verstehen. Also vielleicht, wenn das jetzt auch in den Foren irgendwo rumgeistern sollte, ja, wisst ihr, was da im Block B passiert ist, weil dort ein bisschen Aufruhr gewesen ist. Wie gesagt, da ist niemand zusammengeklappt. Tatsächlich kam es zu einem Becherwurf und daraufhin ergaben sich einige Tumulte dort, ja. Es erhoben sich einige Personen. Das ist nämlich sehr positiv und löblich an der Stelle. Also ich muss echt sagen, um uns herum sind ja 20, 30 Leute bestimmt aufgestanden, haben dann entsprechend auf den jeweiligen Bierbecherwerfer dann eingeredet und auch dann hier entsprechend sich aufmerksam gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Was schlecht gewesen ist, aus meiner Sicht, ist die Tatsache, ja, es standen 20, 30 Leute dort, die sich dann auf sich aufmerksam gemacht haben, beziehungsweise auf den Bierbecher aufmerksam gemacht haben. Ja, wer kam dann? Es hat erstmal lange Zeit gedauert, da kam erstmal gar keiner und dann kam erstmal die Sanitäter, ja. Also anstatt der Polizei, anstatt den Ordnern kamen die Sanitäter, denn die dachten, da wäre wohl irgendwie einer zusammengeklappt, dem war aber nicht so, ja. Also waren die Sanitäter relativ schnell wieder weg. Und dann ist der Bierbecherwerfer seinen Platz verlassen und ist dann wohl dort am Gang von der Polizei aufgegabelt worden. Das war dann wieder etwas weiter weg aus meinem Sichtfeld. Ich habe die Szenen soweit alle auf Video auch aufgezeichnet, aufgenommen. Also ich habe auch dazu Videoaufnahmen, die könnte ich jetzt hier auch zeigen, möchte ich aber nicht, da dort viele Personen sehr deutlich erkennbar sind und ich glaube nicht, dass der ein oder andere sich da vielleicht sehen möchte. Von daher lasse ich das, aber ich will es jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Wie gesagt, dürfte für den Werfer, der dann zur zweiten Halbzeit, so viel darf ich verraten, ist er nicht mehr zurückgekommen, ja, da war er nicht mehr auf seinem Platz, dürfte wohl ein teurer Nachmittag werden, wenn eine Anzeige erstattet wird für den Verein. Es ist halb so wild, ist nichts passiert, ist nur dann für ihn persönlich blöd. Nur natürlich muss man auch sagen, wie dämlich kann man eigentlich sein, ja, nach den Ereignissen wieder mit einem Bier zu werfen. Aber sei es drum, wie gesagt, dürfte ein teurer Nachmittag dann auch wieder werden, ja. So viel dazu. Positiv, wie gesagt, noch einmal, dass sich in den Fankreisen drumherum alle entsprechend aufgestanden sind, erhoben haben von ihren Plätzen und darauf hingewiesen haben, ja. Negativ, dass vom Ordnungsdienst weit und breit nichts zu sehen gewesen ist. Erstmal es unfassbar lang auch gedauert hat, bis überhaupt jemand auf diese Szene da aufmerksam wurde in diesem Block. Und dass das mit der Polizei und dem Ordnungsamt so lange gedauert hat. So viel dazu. Lasst uns das also abhaken. Und lasst uns zum Spiel kommen, worauf ich jetzt noch weniger Lust habe eigentlich. Also, wie gewohnt, jetzt mal das Spiel. Mein Fazit vorweg. Natürlich heute ein insgesamt schwaches Spiel von beiden Seiten, was wir da gesehen haben. Welches Augsburg allerdings als Sieger vom Platz verlässt, weil wir A, ganz entscheidend nach vorn über 90 Minuten viel zu harmlos agiert haben, ja, und uns hinten in der Defensive letztendlich auch die Dinger selbst reingehauen haben. Von Augsburg muss man sagen, kam auch in Summe eigentlich nicht viel mehr, ja, aber das mussten sie halt auch nicht, weil wir uns letztendlich in der Defensive selbst geschlagen haben. Und das hat entsprechend dann auch gereicht, hinten sich zuzustellen, ja. Und auch ganz wichtig für mich an der Stelle auch, Leute, kommt mir jetzt hier nicht mit dem Schiri, sucht nicht die Schuld beim Schiri gespannt bei irgendwelchen Entscheidungen, ja. Es war einfach heute in Summe zu wenig von uns und wer es jetzt hier auf den Schiri schiebt etc., da gehe ich gerne heute auf Konfrontationskurs, da können wir gerne noch diskutieren, aber wie gesagt, es war in Summe einfach viel zu wenig von uns. Hier sind die Spieldaten eingeblendet, ihr seht sie. Also, wenn man die Spieldaten so sieht, passt das nicht so ganz zusammen. Aber seien wir jetzt mal ehrlich, es sind jetzt zum Beispiel auch relativ viele Torschüsse von uns.
Aber es war doch kaum was Zwingendes dabei. Ja, da kam doch kaum was bei rum. Ich frage mich sowieso manchmal, wie die Torschüsse teilweise zählen. Also, ja, ich glaube, da zählen auch Torschussversuche schon mit rein. Da kommt das einigermaßen hin, aber so richtig gefährliches Zwingendes kam kaum was. Und somit wären wir direkt beim Spiel. Also, wie habe ich das Spiel gesehen in aller Kürze? Erste Halbzeit, schwache erste Halbzeit, auch grundsätzlich von beiden. Ja, wir waren bemüht auf jeden Fall, das kann man uns nicht absprechen, aber ohne Plan nach vorne grundsätzlich. Asano hatte in der 5. Minute eine gute Gelegenheit, da haben wir uns über echt schön, haben wir da in der Anfangsphase uns durchkombiniert und Asano hat dann den Ball verpasst, beziehungsweise über das Tor ist er noch rangekommen, dann ist der Ball übers Tor gegangen, ja, hat mehr geklärt als aufs Tor geschossen. So, das war für mich in der ersten Halbzeit schon mit die beste Chance eigentlich. Ansonsten kann ich mich von uns in der Offensive an gar nichts wirklich Zwingendes erinnern, ja. Es waren grundsätzlich von beiden viele, viele Fehlpässe im Spiel, in den Offensivbemühungen beider Teams. Und das prägt dann auch so, die Offensivaktionen sind auch von beiden so geprägt gewesen, sodass ja, jeder Offensivaktion quasi im Keim erstickt wurde. So, dann die Schlüsselszene. Ja, klar, das 0 zu 1 fiel dann, na, brauchen wir nicht lange diskutieren, geht mal wieder auf Maxim Leitsch. Ja, ist da wieder unglücklich gelaufen. So langsam wird das zum Maxim Leitsch-Gedächtnispass. Ja, das ist natürlich besonders bitter. So, dann das 0 zu 2, die Elfmetersituation. Also, meine Meinung zu dieser Elfmetersituation aus dem Stadion heraus war das nämlich von unseren Sitzplätzen aus gar nicht so klar zu erkennen, ob das im oder außerhalb des 16ers gewesen ist, aber es war halt im 16er. Und folgendes: Gestern in München zum Beispiel, der nicht gegebene Elfmeter war eine deutlich klarere Situation, wo man hätte Elfmeter geben können als heute, ja. Aber, und so ehrlich muss man sein, diesen Elfmeter heute, den kannst du auch geben, ja. Suárez trifft ihn da völlig unnötig im 16er am Bein, ja. Und das ist am Ende des Tages keine klare Fehlentscheidung. Ja, so ehrlich müssen wir einfach sein. Den Elfmeter kannst du geben. Da brauchen wir nicht die Schuld irgendwo beim Schiri, beim VAR zu suchen. Ja, mal ganz ab davon, dass wir selbst einfach nur zu schlecht gewesen sind. Und das war einfach nicht genug von uns. Und ja, dann haben wir uns quasi zur Pause, würde ich sagen, selbst geschlagen. Ja, Augsburg musste da gar nicht viel machen. Ja, und in der zweiten Halbzeit hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Initiative. Wir haben versucht, Druck aufzubauen. Aber sie sind auch hier weitestgehend ungefährlich geblieben. In der zweiten Halbzeit erinnere ich mich an zwei Aktionen. Und zwar die erste ist, Lokadia hatte eine gute Chance, ja. Da hätte man vielleicht einen Anschluss machen können. Und Löwen hat nochmal einen scharfen Freistoß getreten. Ansonsten war das alles doch nicht brauchbar wirklich. Und man hatte doch jetzt mal echt den Eindruck, wir könnten noch weitere 90 Minuten spielen. Es fällt hier einfach kein Tor mehr für uns. Es war einfach, wie gesagt, zu wenig und deswegen ist das soweit auch in Ordnung, wie das Spiel danach ausgegangen ist. So, grundsätzlich ja Kritikpunkte, vielleicht Kritikpunkte ist auch die Frage eigentlich in die Runde gestellt. Geht uns jetzt so ein bisschen die Luft aus zum Saisonende? Es wirkt so ein bisschen so, ne? Wir haben jetzt in den letzten 3 Spielen nicht ein einziges Tor gemacht. Die letzten beiden Auftritte waren doch wirklich sehr dürftig. Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, als wenn uns jetzt auf den letzten Metern die Luft ausgeht und ich weiß nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen ein leichter Spannungsabfall doch schon da ist, weil letztendlich wir natürlich einen großen Vorsprung haben und nur noch rein theoretisch auf diesen Platz 16 rutschen können. Ja. Da müssten wir vielleicht mal ein bisschen nachjustieren, wenn dem so sein sollte, weil es war auch heute wieder von vielen, vielen Spielern viel zu wenig und damit wären wir auch bei den Spielernoten. Hier seht ihr die Spielernoten von mir eingeblendet. Also, mit Ausnahme meiner Meinung nach von Riemann, der bis auf die Gegentore und weitestgehend auch beschäftigungslos geblieben ist, ein Lapsus hat er am Ende gehabt, das hätte auch ins Auge gehen können, ja, sind im Feld heraus. Gamboa fand ich heute noch solide, Bella Kotschap kann ich nichts vorwerfen heute großartig, aber alle anderen haben einfach auch einen schlechten Tag erwischt, der eine schwächer als der andere. Ich weiß gar nicht, wo man da großartig anfangen sollte. Ja, vorne noch Zoller, völlig hilflos, kein Spiel, kein dankbares Spiel für Mittelstürmer, keine Unterstützung, keine Bälle, kein gar nichts, ja. Da kam von den Außen entsprechend noch viel weniger, als man im Zentrum hätte machen können. Und die Einwechselspieler reihen sich da auch nahtlos ein. Deswegen, das ist meine Meinung zum Spiel, das sind meine Spielernoten. Wie seht ihr das? Wie sind eure Meinungen? Schreibt es wie gewohnt unten, dann können wir diskutieren. Ansonsten kommen wir mal zum Trainer heute, Markus Gellhaus. Also, das gibt es hier zu erzählen. Die Aufstellung grundsätzlich überraschend sicherlich, dass Zoller von Beginn an gestartet ist. Ne? Sehr erfreulich. Osterhage für Löwen, wie ich ihn jetzt vorab prognostiziert hatte, das kann man machen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option, ja.
Und ansonsten hatten wir auch wieder einen Dreifachwechsel heute in der 57. Minute. Ist aber ähnlich wie in der vergangenen Woche verpufft. Also die Einwechselspieler haben heute auch nicht wirklich Impulse reingebracht in das Spiel, meiner Meinung nach. Die späteren Wechsel auch können wir vernachlässigen. Viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Lasst uns zum Ausblick kommen. Last but not least, der Ausblick. Also, das Spiel Hertha gegen Stuttgart ist gerade eben zu Ende gegangen. Hertha hat 2:0 gewonnen. Das bedeutet also nach dem heutigen Spieltag, ihr seht es hier in der Tabelle, direkt absteigen können wir ja nicht mehr seit Samstag. Und jetzt sind es 8 Punkte Vorsprung bei 9 noch zu holen. Also Stuttgart müsste schon 3 Spiele gewinnen, darunter das Auswärtsspiel bei den Bayern. Wir müssten 3 Spiele verlieren. Ja, das in der jetzigen Verfassung, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich sogar noch dran, dass wir 3 Spiele verlieren können. Aber woran ich halt eben nicht glaube, ist, dass Stuttgart 3 Spiele gewinnen wird. Deswegen ist das Ding soweit durch für mich schon nach wie vor. Und man kann eigentlich nur sagen, gut, dass wir unsere Punkte nämlich jetzt schon beisammen haben. Denn in der Verfassung würde es ganz, ganz schwer werden, wenn wir jetzt noch einen geringeren Abstand nach unten hätten. Ansonsten, was bleibt uns übrig? Nächste Woche das Revierderby in Dortmund. Ich muss sagen, in der jetzigen Verfassung, in der wir uns befinden, graut es mir so ein bisschen davor. Da kommt mir direkt Wolfsburg so in den Sinn. Ich hoffe, dass wir uns bis nächste Woche berappelt haben und ein anderes Gesicht zeigen als in den letzten beiden Spielen. Sonst wird es dort richtig bitter für uns, ja, wenn die mal ins Rollen kommen. Und dann haben wir das Heimspiel gegen Bielefeld und bei Union Berlin, die noch um die Europapokalplätze kämpfen. Das wird sicherlich auch nicht einfacher. Ja, Bielefeld dann noch gegen den Abstieg. Also, wie gesagt, es erwarten uns noch interessante Aufgaben. Es sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber ich hoffe, dass wir, wie gesagt, wieder zum Ende ein anderes Gesicht zeigen. So, heute etwas länger als sonst. Soll es jetzt aber auch von meiner Seite gewesen sein. Und ich verabschiede mich also an dieser Stelle. Und, ach ja, gut, Punkteschnitt hier noch abschließen, habe ich ganz vergessen. Hier, den Punkteschnitt nochmal. Also, wenn wir jetzt so beibehalten, landen wir bei 39 Punkten am Ende der Saison. Das nochmal der Vollständigkeit halber. Und jetzt verabschiede ich mich und wir hören uns dann zum Warm-up vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Also, noch einen schönen Rest und euch bis dahin. Tschüss.